Wäre es nicht schön, wenn man sich jetzt um nichts kümmern müsste? Abschlepper, Werkstatt, Ersatzwagen. Dann kommen Sie zur Huck Coburg. Unglaubliche Leistung zu unglaublichen Preisen. Huck Coburg, ein echter Partner zum Anlehnen. The Euros are here and we'd better make the most of them because they only come around every four, 5 years. So if your bookie isn't making you feel special, then maybe it's time to find a new one. Yep, not so much carpe diem as carpa diem. If the grass is greener on the other side, come and play on it. If your bookie's not giving you the best rewards, switch and you'll get a completely free €5 bet builder on England v Scotland this Friday. Paddy Power. Pre-match bet builder bets only. Max one free bet and then 2+ legs on an exclusive. Must have previously deposited. T's and C's apply. Play safe. 18+ gamblingcare.ie. Herzlich willkommen zur 6. Folge von Erwecke deine Wölfin. Ich entschuldige mich im Voraus für eventuelle starke Piepgeräusche. Ich weiß nicht, wer von euch auch einen Garten hat, aber dieses Jahr ist es eine einzige wahre Freude mit den Vögeln hier im Garten. Das heißt, die sind überall und sind super laut. Ja, genau. Da darfst du jetzt gerade mal dran teilhaben. Folge 6, erwecke deine Wölfin, verlange, was dir gebührt. Und ich meine es so, wie ich es sage. Ich glaube, wir leben in einer Welt, in der wir uns getragen und eingesperrt fühlen von Regeln, die aufgestellt werden um uns herum und von Erwartungen, die an uns herangetragen werden, je nachdem, welches Geschlecht wir sind, welche Altersstufe wir sind, welche Hautfarbe wir haben, wird vor allem an uns Frauen immer noch das Rollenvorbild herangetragen, sei nice und freundlich und höflich. Zurückhaltend, bescheiden, ein gutes Mädchen, nicht zu laut, nicht zu vorlaut vor allem. Sei kein Besserwisser. Lass es nicht raushängen. Gib nicht an. Zeig niemandem, was du hast und wofür du brennst. Flieg unter dem Radar. Und wir alle haben früher oder später gelernt, dem entweder zu entsprechen oder dagegen zu rebellieren. Und uns unsere Identität dementsprechend aufzubauen. Und wir verwechseln das mit unseren Charaktereigenschaften. So bin ich eben. So bin ich erzogen worden. Das ist ein Teil von mir. Und das ist ein Irrglaube. Ich glaube, dass wir als Frauen eine heilige Pflicht haben, unseren Raum einzunehmen. Und ich sage nicht, geh raus und mach alles alleine. Schaff alles. Karriere, Familie. Du bist Superwoman, du schaffst alles. Tu's nicht. Werde keine Insel. Sei nicht sauer auf die Männer, die immer so schwach sind und dir nie das geben können, was du brauchst. Mach dich nicht unabhängig von allen anderen. Kapp nicht alle Verbindungen zu allen Menschen und lecke deine Wunden, weil es immer wieder so weh tut, dass du alles alleine machen musst. Denn das ist es, was unsere ach so unabhängigen, erfolgreichen Frauen sind. Sie sind vor allem eins: müde. Müde und ziemlich einsam. Ich sage, wovon auch immer du träumst, was auch immer dich nachts wach hält, welche große Vision, damit meine ich nicht Angst oder Stress, ich meine damit, welche Version von dir ist die größte, die du dir vorstellen kannst von dir? Was kribbelt so sehr in dir, dass du sagst, oh mein Gott, wenn das wahr werden würde, das wäre unfassbar. Was in dir ist da,
in diese Richtung. Wie groß kannst du träumen und wie groß kannst du verlangen? Es besteht ein Unterschied darin, sich ein Vision Board zu basteln, ein paar Bildchen auszuschneiden, zu sagen, ach ja, Strand finde ich ganz schön, ein Bulli finde ich ganz schön, ich pack die mal da dran, guck mal, was passiert. Da habe ich meine Pflicht getan, meine Persönlichkeitsentwicklungspflicht getan, Vision Board, check. Ab und dann meditieren, check. Es besteht ein Unterschied darin, sich an das Universum zu wenden, das ja nun nach einem ganz einfachen Algorithmus funktioniert, nämlich dem Gesetz der Resonanz, der Anziehung. Es ist ziemlich einfach zu sagen, ich hätte so gerne. So viele Menschen sagen, ich hätte so gerne. Aus dem Mangel heraus und aus dem, eigentlich ist es unerreichbar, diese Überzeugung. Ich möchte. Ist schon besser. Dann können wir sagen, ich wünsche mir. Und das mag wahr sein, das ist einfach nur eine Information, die du ans Universum gibst. Ich wünsche mir. Das ist keine Handlungsaufforderung. Was ist eine Handlungsaufforderung? Gib mir. Ist eine Handlungsaufforderung. Gib mir die Umgebung, den Rahmen, die finanziellen Möglichkeiten, um meinen Traum wahrzumachen. Gib mir die Größe, die Entwicklung, die Herzoffenheit, um mich und die Welt zu heilen. Gib mir, was ich verdiene. Gib mir mein Ebenbild als Partner zur Seite. Gib mir genau den Mann, den ich mir auf 8 DIN A4 Seiten ausgemalt habe, denn ich verdiene ihn. Er ist mein Ebenbild. Ich träume nicht mehr klein. Das Leben ist zu fucking kurz, um klein zu träumen. Verlange und dir wird gegeben. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, ist einer der Sätze, von denen mir so klar geworden ist, wie wahr sie sind. Merkst du, was für ein Unterschied besteht zwischen... Meine Stimme wird ganz belegt, wenn ich gerade mit dir spreche. Wow, spannend. Scheint ein sehr tiefes Thema zu sein. Spürst du den Unterschied zwischen... Ich wünsche mir, ich hätte gerne, ich möchte und auch selbst ich will und auch ich habe. Es wird dir immer beigebracht... Schreib Affirmationen immer in der Gegenwart. Ich bin reich und glücklich. Während unser Unterbewusstsein schreit, verarsch dich doch selbst weiter. Spürst du den Unterschied zwischen diesen Worten und den zwei Worten, ich verlange? Hinter diesen Worten, ich verlange, steht eine Reihe von Ahnen, die sagt, yes, babe, wir haben es nicht verlangt. Du durchbrichst diese Kette. Du bist jetzt auf dieser Welt, um fucking nochmal alles auszuleben, was wir uns jemals hätten wünschen können. Du bist auf der Welt, in dieser Zeit, an diesem Ort, weil du deswegen die Möglichkeiten hast, groß zu träumen und groß zu sein und groß zu leben. Was auch immer dein Traum sein mag. Ich verlange bedeutet auch, dass ich weiß, dass ich das Recht habe, genauso viel zu sein, genauso reich zu sein, genauso schön zu leben, genauso frei zu sein, wie jeder andere Mensch, der sich das vor mir genommen hat. Und das sind nicht nur Männer, das sind auch Frauen. Ich verlange bedeutet auch, ich gehe hier nicht mit Härte, mit harter Stärke rein, sondern mit weicher Stärke. Ich stehe hier auf dem Spielfeld des Lebens und ich benenne. Punkt. Und ich erwarte, dass es genau so zu mir kommt. Es gibt keine andere Möglichkeit als diese. Ich weiß, dass diese Möglichkeit zu meinem Besten und zum Besten meines Stammes, meiner Mitmenschen, meiner Welt ist.
darum, gib mir das. Und wenn du das sagst, dann kannst du nicht anders als erfüllt sein mit dieser Energie. Das ist eine viel stärkere Energie, Gesetz der Anziehung, die hinter diesen Worten steht, als die Energie hinter, stell dir vor, du wärst schon da. Das ist immer ein unsicheres und immer ein, oh, ich weiß noch nicht so genau, könnte sich so anfühlen, könnte ich mir so erträumen. Merkst du energetischen Unterschied? Wie verlangst du jetzt? Viele Menschen kommen zu mir und sagen, sie wissen nicht, was ihr Traum ist. Sie wissen nicht, was sie sich eigentlich wünschen. Sie wissen nicht, ja, aus der Vielzahl der Möglichkeiten auszuwählen. Du musst nicht groß anfangen. Du kannst einfach ganz klein anfangen. Beginne zu etikettieren. Lass uns markieren. Ich liebe diese Übung, einfach weil sie A, unfassbar Spaß macht, B, sie macht uns super präsent, C, sie lenkt deinen Fokus und D, sie sagt deinem System, deinem Feld, sofort in direkter Rückmeldung, davon mehr, davon weniger. Glaub mir, es ist so ein einfaches Tool und gleichzeitig ist es so ein geiles, wirksames Tool. Pass auf, und zwar gehst du durch die Welt und stellst dir vor, du hast wie so eine Etikettiermaschine in der Hand. Und alles, was du siehst, was dir gefällt, was dir dient, was dir beiträgt, woraus du Energie ziehst, was dich inspiriert, was du liebst, was du schön findest, da stellst du dir vor, du etikettierst es mit mehr davon. Und alles, was du nicht magst, alles, wo du merkst, nee, das ist alt, das ist wund, das ist nicht schön, das ist nicht dienlich, das gefällt mir nicht, da etikettierst du mit weniger davon, das nicht. Was auch immer am stärksten für dich ist, welche beiden Worte. Weniger davon, das nicht oder was auch immer dir kommt. Diese beiden Etiketten, damit versiehst du jetzt bitte, und zwar bitte wirklich ein paar Tage lang, deinen kompletten Alltag und dann guckst du dir die Wunder an, die geschehen. Bei Gott, dieses Tool hat mein Leben verändert. Wirklich. Und da du ja weißt, dass du es verdienst, alles zu bekommen, was du möchtest, wir aber dem Universum um uns herum einfach nie sagen, was wir möchten. Oh, da kommt gerade ein Specht vorbeigeflogen und badet in der Vogeltränke. Wie schön. Kurz genatured. Genau. Wir motzen so oft über das, was wir alles nicht haben und wir motzen über das, was wir gerne hätten, anstatt dem Universum wirklich zu sagen, in einer Energie, die absolut selbstverständlich da ist und die fordert und verlangt. Davon mehr und davon weniger. Wir machen das nicht. Wir setzen uns damit wie Opfer in den Sand und warten darauf, ob die Meeresbrandung vorbeikommt oder nicht. Und regen uns dann darüber auf. Anstatt, dass wir das umkehren und sagen, ich bin Schöpfer meiner Welt. Ich gebe jetzt Ansagen, wovon mehr und wovon weniger. Dafür bist du gemacht. Das steht dir zu. Es ist dein Leben. Wessen Leben sonst? Wer soll das sonst entscheiden? Übertragen sind wir also die Wölfin, die markiert. Und das finde ich angemessen und cool, weil Wölfin natürlich, also soweit ich weiß, nicht markieren. Aber ich weiß, dass es Rüdinnen gibt, die markieren, aus hormonellen, vorgeburtlichen Gründen, ist das so. Und ich finde, wir dürfen uns das einfach rausnehmen. Verlangen, was uns gut tut, verlangen, was uns gebührt, verlangen, wofür wir uns verdammt nochmal den Arsch abgearbeitet haben. Und dass Männer sich mit einer absoluten Selbstverständlichkeit nehmen. Ich sage, sei nicht alles. Versuch nicht, dich reinzuquetschen. Versuch nicht, irgendjemandem etwas zu beweisen. Sondern folge deinem Funken, deinen Träumen. Genau. Ja. Wenn du gerade noch keinen, ich habe gerade einen Impuls und den spreche ich jetzt aus, wenn du gerade noch keine Ahnung hast, was deine Berufung ist, wo es für dich hingeht, dann schenke ich dir voll gerne
mein Kurs Deine Medizin in der Welt, Beruf und Berufung finden, weil ich glaube, wir alle haben ein absolutes Recht darauf und sind dafür gekommen, in dieser Welt, in diesem Leben, das zu leben. Also wenn du das gerade hörst und du hast den Kurs noch nicht gemacht, schreib mir voll gerne einfach eine E-Mail an info@svenjastrohmeier.com oder schreib mir über Facebook, über die Seite Herzwärts und Heilwärts oder über Instagram herzwärts_und_heilwärts. Da bin ich zu finden. Genau. Ja, dann schicke ich dir total gerne den Link dazu. Oh, schön. Schön, das passt gerade. Voll gut, ja. Du Liebe, ich gehe davon aus, dass du weiblich bist, wenn du diese Reihe hörst. Ich schaue jetzt gerade meinem Hund dabei zu, wie er sich glücklich über den Rasen wälzt in diesen warmen Tagen. Werde übermorgen nach Nizza fliegen. Der Trip ist gekommen. Der Privatjet-Trip. Ich werde euch versorgen, wie immer, mit Fotos aus dem Jet und von der Yacht. Oh mein Gott, Leute. Alles darf mal ausprobiert werden. Da steht für mich jetzt an, die kommenden Tage. Deswegen wird es die nächste Podcast-Folge sehr wahrscheinlich dann auch erst ja, in einer Woche geben. Ja, hab's richtig gut, du. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen von heute. Lass mich wissen, wie es dir mit diesem Tool ergeht. Ich liebe dieses Tool und es ist so witzig und es ist so, es macht einfach nur Spaß. Ja, genau. Ja, und dann hören wir uns bald wieder. Bis ganz bald. Danke für deine Zeit. Deine Svenja. Wäre es nicht schön, wenn man sich jetzt um nichts kümmern müsste? Abschlepper, Werkstatt, Ersatzwagen. Dann kommt ihr zu Huck Coburg. Unglaubliche Leistung zu unglaublichen Preisen. Huck Coburg, ein echter Partner zum Anlehnen.